Hallo und herzlich willkommen im Wald. Nochmal, habe ja eben schon ein Video gedreht. Das wisst ihr zwar nicht unbedingt, je nachdem, welche Reihenfolge ihr die anguckt, aber dem ist so, deshalb nochmal. Ja, Problem, es ist ja Winter, also zumindest theoretisch. Das heißt, es wird früh dunkel. Ich komme aber nicht früher aus dem Haus als halt eben um 4. Beziehungsweise nur selten. Und deswegen brauchen wir Kunstlicht. Und da ich keine Lust habe, mich mit der Lampe anzuleuchten oder indoor was zu machen, was ja im Prinzip auch möglich wäre, zugegebenerweise, habe ich mir gedacht, naja, man kann ja auch mal Feuerchen machen. Daher dient jetzt hier meine vor sich hin qualmende Buschbox mit, naja, mäßig trockenem Holz primär dem Zweck der Lichterzeugung, was mal mehr, mal weniger gut funktionieren wird. Jetzt zum Beispiel nicht gut. Und ich versuche, während ich das Ding hier einigermaßen am Laufen halte, ein wenig was zu erzählen. Und zwar zu einer Frage, die jetzt wirklich schon häufiger vorgekommen ist auf meinem Kanälchen, nämlich inwieweit man im Wald wohnen darf. Also drin schlafen darf man unter Umständen, das wissen wir ja schon inzwischen alle. Ob man auch drin wohnen darf, ist jetzt halt eben die elementare Frage. Ja. Jetzt ist hier mal wieder ein bisschen Licht. Und zwar schlicht und ergreifend normalerweise nicht. Sagen wir mal so, es ist nicht vorgesehen. Weil man müsste, also A, erstmal Eigentümer des Waldes sein. Es geht übergangsweise auch, wenn der Eigentümer des Waldes einen das erlaubt hat. Aber dann kann man ja nicht so lange bleiben. Also es funktioniert definitiv am besten, wenn einem selbst der besagte Wald gehört. Oder man hat ihn halt gepachtet. Also man muss mindestens der Besitzer des Waldes eben sein. Eigentum, Besitz, ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt. Der Besitz ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache und Eigentum ist die rechtliche Herrschaft darüber. Also mindestens Besitzer sollte man sein, Eigentümer wäre noch besser und gleichzeitig Besitzer. Also sprich im eigenen Wald dann halt eben hausen. Wenn einem nämlich der Wald gehört, dann hat man die Möglichkeit, dass man, weil man den Wald ja bewirtschaften muss, forstwirtschaftlich gesehen, man irgendeinen Geräteschuppen braucht oder so. Dann kann man also eben beantragen, dass man einen Geräteschuppen aufstellen will, darf. Das muss man bei der zuständigen Forstverwaltung tun. Denn das Blöde ist, dass Wald ja eben nun mal Wald ist und kein Bauland. Man darf im Wald also nichts bauen. Das hat schon durchaus auf Sinn und Zweck und ist auch nicht nur schlecht, auch wenn einem das jetzt im ersten Moment mal nervt, weil viele von uns wahrscheinlich schon mit dem Gedanken gespielt haben, dass es doch ganz cool wäre, in den Wald zu ziehen, so aussteigermäßig. Aber stellt euch mal vor, das würde jetzt jeder machen, der darüber nachdenkt. Dann hätten wir bald jede Menge lustige kleine Blockhäuser im Wald stehen. Viele Leute würden auch einfach um des Blockhausbauens willen in den Wald ziehen wollen und dann da wahrscheinlich nur ganze kurze Zeit mal leben oder nur 2-3 Wochen im Jahr. Und wenn das eben jeder machen würde, dann wäre er bald voller Blockhäuser und das wollen wir ja auch nicht. Zumal uns die wunderbar anzeigen, wo jetzt hier gerade immer Privatwald besetzt ist und derjenige, dem das Häuschen gehört. In vielen Fällen wäre das wahrscheinlich dann auch jemand, der da niemand anders haben will, weil das ist ja sein Häuschen. Was man ja auch irgendwo für einen gewissen Teil verstehen kann. Klar, es gibt auch rühmliche Ausnahmen. Das gibt es selbstverständlich auch noch. Ja, also das erste Problem eben, der Wald ist forstwirtschaftliche Nutzfläche und alles, was da an Gebäuden drinstehen darf, muss dann irgendwie den Zwecken der Forstwirtschaft dienen. Das ist rechtlich eben so geregelt. Also selbst die Forstwirtschaft als solche, die da irgendwelche Schutzhütten betreibt und Ähnliches, hat auch das Problem, diese Schutzhütten da überhaupt genehmigt zu bekommen. Beziehungsweise es kommt auch immer mal wieder gerne mal eine Anfrage von irgendeiner Obrigkeit, die dann wissen will, inwiefern Schutzhütte XY überhaupt noch benötigt wird und verlangt dann vom entsprechenden Forstamt, diese Schutzhütte wieder abzubauen. Beziehungsweise pro Forstamt gibt es teilweise dann auch nur ein Kontingent an XY-Schutzhütten und mehr als die dürfen sie nicht bauen. Sprich, wenn sie irgendwo eine neue bauen wollen,
dann müssen sie eine andere abreißen bzw. abbauen. Das ist also auch da schon schwierig. Also selbst wenn man jetzt das Forstamt ist, nicht mal der Förster, sondern wirklich das Forstamt, selbst dann hat man da Schwierigkeiten, da irgendwas genehmigt zu bekommen für irgendwelche baulichen Maßnahmen im Wald. Denn es gibt sogar ein Gesetz dazu, ich weiß nicht, ob es offiziell so heißt, aber es ist auf jeden Fall das Gesetz gegen die Zersiedlung der Landschaft, das verhindern soll, dass jeder da bauen kann, wo er lustig ist. Was einfach dazu führen soll, dass zwischen den Orten tatsächlich kein Ort ist und nicht ganz Deutschland so aussieht wie das Ruhrgebiet. Also wer daherkommt, es tut mir leid, aber das ist doch nun wirklich so. Meine ich ja nicht böse. Könnt ihr auch nichts dafür und kann niemand was dafür. Aber da gefällt es mir jetzt persönlich nicht so, weil da halt eben, man fährt aus der einen Stadt raus und in die nächste rein. Also gerade mitten im Pott ist das schwierig. Und viel Wald gibt es da ja auch nicht. Ja, ja. Also dagegen soll eben halt helfen, dass man nur auf Baugrund bauen darf und die Gemeinde bzw. der Landrat, das Land oder die Gemeinde bzw. der Kreis, also der Landkreis halt eben, die müssen dann jedes Mal jeweils entscheiden in aufwendigen Sitzungen, was dann aufwendig geprüft werden muss von verschiedenen Behörden, ob jetzt irgendein Land frei gegeben wird, um bebaut zu werden. Und dieses Land, das dafür freigegeben wird, könnt ihr sicher sein, ist ein Acker oder eine Grünfläche. Es ist eigentlich nie Wald. Denn wo Wald steht, da ist Wald. Das ist auch unter anderem eben auch gut. Man kann Wald nicht so einfach roden. Selbst wenn man den Wald abholzt, also die Bäume, die da stehen, fällt, dann ist es immer noch Wald, rechtlich gesehen, die Fläche. Es stehen da zwar jetzt aktuell keine großen Bäume, aber es ist trotzdem noch Wald. Man darf dann also immer noch nichts da bauen. Der Wald ist also erst dann gerodet, wenn er im rechtlichen Sinne nicht mehr Wald ist, von der Landnutzungsform her. Und das wird dann auch in den Bebauungsplan entsprechend so eingetragen, dass das jetzt hier Bauland ist, mitten im Wald. Das könnte man theoretisch hinbekommen, wenn man einen enorm guten Anwalt hat und gerade es nur mit Behörden zu tun hat, die noch mehr als sonst Schlafkappe sind. Es gibt ja auch durchaus Behörden, die auf Zack sind. Auch das gibt's ja. Und mit denen kann man das auf jeden Fall schon mal vergessen. Das klappt nicht. Also das wäre so die einzig wirklich legale Variante. Man schafft es irgendwie, dass der Wald zu Bauland wird und baut sich da rein dann ein Häuschen, weil man es dann darf. Dazu kommt, dass das Ganze unendlich teuer wäre, weil wenn man da tatsächlich leben möchte, so Hauptwohnsitz technisch, dann braucht man da auch, muss man haben, Post. Also eine Postadresse. Und das bedeutet, wenn dieses Ding eben mitten im Wald sein soll, dass ihr euch mitten in den Wald eine Straße legen müsst. Diese Straße bekommt dann auch noch einen Namen, damit ihr eine Adresse haben könnt. Und dann braucht ihr noch eine entsprechende Hausnummer für eure Waldbehausung. Wenn ihr da wirklich hauptwohnsitzmäßig wohnen müsst. Und dann müsst ihr auch haben Wasser und Abwasser. Müsst ihr. Das ist so vorgeschrieben, jedes Haus braucht eine Wasser- und Abwasserversorgung. Und das mitten in den Wald legen zu lassen, naja, das wäre auch aus naturschutztechnischen Gründen theoretisch möglich, wenn man die Leitung unendlich tief verlegen würde. Und das wäre dann unendlich teuer. Das heißt, das ist also wirklich ein Unterfangen für Millionäre bis Milliardäre, die sowas aus privater Hand bezahlen könnten. Die können sich dann wahrscheinlich auch die Anwälte leisten, mit denen man das dann umgesetzt bekommt, dass man tatsächlich im Wald bauen darf. Postadresse braucht man übrigens deswegen, damit man amtlich erreichbar ist. Wenn irgendwelche amtlichen Dokumente einem zugeschickt werden sollen, dann braucht man eben eine Postadresse. Und da man ja auch irgendwo gemeldet sein muss, wohnsitzmäßig, damit man dann eben auch dort angefunden werden kann, für den Fall, dass man Terrorist ist oder ähnliches, und dann schön brav zu Hause hockt und wartet, dass die Polizei kommt und einen Hops nimmt. Deswegen braucht man eben auch einen entsprechenden Wohnsitz, an dem man anzutreffen ist. Und dafür braucht man auch wieder eine Adresse. Also es hängt relativ viel dran.
Strom ist interessanterweise, glaube ich, noch nicht mal unbedingt erforderlich, beziehungsweise den könnte man sich tatsächlich dann beschaffen, indem man irgendeinen Generator betreibt und so weiter. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Natürlich überhaupt nicht umweltfreundlich. Okay, also wir dürfen nichts in den Wald reinbauen, also wir kein wirkliches Gebäude errichten. Wie schaut es dann mit Zelten aus? Nee, weil Zelten ist ja laut Waldgesetz verboten. Beziehungsweise, also manchen Bundesländern darf man mit Genehmigungen der zuständigen Behörde und die zuständige Behörde wird diese Genehmigung in der Regel erteilen, wenn der Wald einem selber gehört und man der Eigentümer ist und seinen eigenen Wald zelten möchte, aber ein weit verbreiteter Irrglaube, nur weil einem der Wald gehört, darf man da normalerweise immer noch nicht zelten. Also man braucht da schon von der entsprechenden zuständigen Behörde ein Okay, nicht sich einfach selber das Okay ausstellen, weil man ist ja keine Instanz, die beurteilen kann, ob dem Wald ein Schaden droht, wenn man da jetzt nun zeltet. Also rein rechtlich gesehen, ist natürlich völliger Schwachsinn, aber so ist die Situation. So, dann, was viele auch wissen wahrscheinlich, alternativ kann man sich natürlich einen Bauwagen aufstellen, weil das ist eben diese Regelung, okay, ich brauche hier irgendwas, wo ich meine Geräte aufbewahren darf für meine Waldarbeit, die ich hier in meinem Wald ja selber durchführen möchte und darf. Das ist ja völlig legitim. Und dann brauche ich halt irgendwas, wo ich mein ganzes Werkzeug aufbewahre, weil ich es nicht dauernd in den Wald schleppen möchte. Und deshalb muss ich da einen Bauwagen hinstellen. Und diesen Bauwagen kann man sich eben entsprechend gemütlich einrichten. Wohnt dann quasi alibimäßig beim Bruder oder sonst wo, sofern der hoffentlich im gleichen Ort wohnt. Das wäre schon gut, wenn man die Möglichkeit hätte, da wenigstens einigermaßen hin und wieder mal vorbeizuschauen. Wohnt da eben nur pro forma und da kommt halt eben die Post hin, die man dann so kriegt. Die holt man sich dann auch regelmäßig ab, im Idealfall vielleicht auch nicht, wenn man der völlige Aussteiger sein möchte. Und das ist so die am ehesten tolerierte Variante. Das kann schon ein paar Jahre lang gut gehen. Das kann auch noch länger gut gehen, je nachdem, wie man sich da verhält, wie unauffällig man ist. Unauffälligkeit ist wirklich so ein Stichwort. Sobald die Leute, die im Wald wohnen, anfangen, Blogger zu werden und YouTube-Videos darüber zu machen, wie das Leben im Wald so ist, leben sie nicht mehr allzu lange im Wald, weil dann zieht das doch zu viel Aufmerksamkeit auf sich und irgendjemand von den Behörden kriegt dann Angst, dass das jetzt das neue Lebensglück vieler Leute werden wird und will das dann unterbinden, bevor alle Welt in den Wald ziehen möchte. Das ist tatsächlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil wenn jeder das machen würde, selbst eben auf diese semi-legale Art und Weise, ich weiß nicht, ich will auch nicht, dass überall im Wald in Bauwägen rumstehen und da jede Menge Leute im Wald hocken, dann ist nämlich das mit dem Einsiedlerleben auch schon wieder vorbei. Also wenn sich das rumspricht. Soll heißen, also wenn man wirklich einsiedlermäßig im Wald leben möchte, dann sollte man auch wirklich einsiedlermäßig da leben wollen und nicht sein Geld dann damit verdienen, dass man jetzt jede Menge Bücher über das Leben im Wald schreibt. Das geht halt eben so lange gut, bis die Bücher so erfolgreich sind, dass die Behörden aufmerksam werden und das dann irgendwann nicht mehr gut finden. Beim im Wald wohnen gilt sehr, sehr, sehr stark, noch mehr als bei vielen anderen Bereichen, wo kein Kläger, wo da kein Richter. Ergo, solange es niemanden bockt, weil man niemandem auf den Schlips getreten ist, dann funktioniert es auch einigermaßen. Nach dem, was man so hört. Ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert. So, dann kam auch mal ein relativ interessanter Kommentar dazu, was es dann mit diesen Häusern, die teilweise dann doch im Wald stehen, auf sich hat. Zum Beispiel, ich kann jetzt nur von meinem Schwarzwaldbeispiel sprechen, weil ich in den anderen Regionen jetzt halt doch nicht so viel unterwegs bin, an der Schwarzwaldhochstraße. Das ist so eine große Tourismusstraße, wurde ursprünglich für diesen Zweck mal angelegt. Spielt aber jetzt keine große Rolle, geht mitten über den Schwarzwald und eben an dieser Straße, die eigentlich eine Bundesstraße ist und auch, wo man relativ schnell fahren kann, die hat Hausnummern.
Und entsprechend ist es auch möglich, in der Nähe, also in der Nähe meint 500 Meter daneben oder irgendwie sowas oder noch weiter daneben zu wohnen, weil man dann jetzt eben an der Schwarzwald-Hochstraße so und so wohnt. Das geht tatsächlich, aber da kann man jetzt auch kein neues Haus bauen, allein schon eben wegen der besagten Wasseranschlussgeschichte. Sondern man könnte höchstens, und das gilt halt natürlich auch für andere Regionen, gibt es zum Beispiel auch in der Lausitz oder so ähnliche Häuser, die da mehr oder weniger mitten im Wald stehen. Und das geht eben nur so lange, wie eben einem dieses Haus gehört. Und diese Häuser sind meistens sündhaft teuer, weil man sie, wenn man sie kauft, gleichzeitig wahrscheinlich renovieren muss. Das ist dann zusätzlich vorgeschrieben. Und man darf eben nichts Neues bauen, weil diese alten Rechte mit dem hier darf man im Wald wohnen, ne, jetzt bin ich auch wieder scharf, nur eben in Verbindung mit diesen alten Häusern gelten. Teilweise gibt es übrigens sogar Klauseln bzw. Gesetze, die verbieten, dass diese Häuser renoviert werden dürfen, weil man sie halt unter Dauer los haben möchte. Und irgendwann, wenn das Haus dann so baufällig ist, dass es nicht mehr bewohnbar ist, wird es dann halt eben entsprechend abgerissen. Dann wird der entsprechende Besitzer enteignet und beziehungsweise der darf das Grundstück vielleicht unter Umständen behalten, aber das Haus muss halt weg und wird dann halt eben entsprechend irgendwie entschädigt, weil es abreißen muss, zwangsweise. Das gibt es übrigens auch. Ja, also jedenfalls an so ein Haus rankommen, das wäre tatsächlich dann eine Möglichkeit fürs langfristig im Wald wohnen. Aber auch dann darf man das meistens nicht als Hauptwohnsitz angeben. In den allermeisten Fällen, gibt auch da wieder Ausnahmen, und da höchstens als Nebenwohnsitz mal hin und wieder ein bisschen wohnen eben. Also zumindest offiziell. Ja. Das ist so der Stand der Dinge. Wenn man jetzt wirklich ein Einsiedler-Dasein führen möchte und in die Wildnis ziehen möchte, dann hilft nichts anderes als raus aus dicht besiedelten Ländern. Also komplett Mitteleuropa kann man da schon mal vergessen. Da muss man entweder in den Osten oder in den Norden. Und dann kommt halt auch darauf an, wie sehr man da das Einsiedler-Dasein fristen möchte. In Norwegen kann sich schon jeder ein Ferienhäuschen kaufen, auch Ausländer. Also das war zumindest bisher immer so. Weiß nicht, ob sich da in den letzten Jahren was dran geändert hat. Kann es mir nicht vorstellen. Aber auch da kannst du halt nicht langfristig wohnen. Weil da kann man dann auch wieder keine Adresse haben und man kann sich einfach auch nicht beliebig lange in Norwegen aufhalten, ohne da eine Arbeit zu haben. So visumtechnisch und so weiter. Norwegen ist ja noch nicht mal in der EU. Da gibt es dann also auch wieder Beschränkungen, auch wenn sie da sehr liberal sind und alles. Irgendwo hatte ich auch die Frage gelesen, also jetzt nicht bei mir auf dem Kanal, wo es denn noch Natur gibt, ohne dass da irgendwelche behördlichen Dinge zu beachten sind. Das gibt es gar nicht, das stimmt schon. Also das wird man wirklich nirgendwo mehr finden. Dafür ist die Erde viel zu überbevölkert. Wird jedem, der das sich da mal ein bisschen Gedanken zu macht, auch einleuchten, dass das nicht sein kann. Jawohl, ja. Aber wie gesagt, eben so ferienhausmäßig, dass man da dann den Sommer verbringt, paar Wochen oder auch Monate, das geht zum Beispiel in Norwegen, meines Wissens immer noch. Und in Anbetracht dessen, dass Norwegen ja ansonsten ein wahnsinnig reiches, ergo teures Land ist, sind die Grundstückpreise gerade für solche Ferienhäuschen erstaunlich billig. Also die kriegt man nahezu nachgeschmissen, weil Platz haben die ja genug. Also gerade eben im Norden, Nordnorwegen, da haben die ja Bevölkerungsdichten von 0,17 Personen pro Quadratkilometer und solche Späße. Die haben in Deutschland ja 500 noch was, glaube ich, oder 300 noch was. Ich weiß es nicht. Das ist schon nochmal ein massiver Unterschied. Ja. Gut, aber jetzt fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein zu dem Thema. Also im Wald wohnen geht halt eben, wie gesagt, nicht. Es sei denn, man hat gerade Glück und da, wo man hockt, wird es geduldet. Und so richtig professionell, so richtig mit Häuschen, Blockhaus, das könnt ihr echt vergessen. Das wird nichts. Es sei denn, ihr seid Mark Zuckerberg oder Bill Gates oder so jemand in der Richtung. Uli Hoeneß. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ah!
Okay, das war jetzt gestümpert. So. Bevor jetzt Schluss ist, noch ein kurzer Hinweis. Das Zusammenbauen einer Buschbox kriege ich mittlerweile noch schneller hin. Aber ich war entsetzt, als ich feststellen musste, dass meine liebe Kamerafrau beim ersten Versuch, die Buschbox zusammenzubauen, ich habe sie in die Hand gedrückt und gemeint, hier, bau mal zusammen, weil ich was haben wollte, wo ich mich drüber lustig machen kann. Und wie lange hat sie gebraucht? So ungefähr 2-3 Minuten. Nein, nicht mal. 2 Minuten. Ja, 2 Minuten ungefähr. Und jetzt legt sie Wert darauf, dass ich euch erzähle, dass sie es drauf hat und ich nicht. Weil ich beim ersten Versuch, das Ding zusammenzustecken, mindestens 4 Minuten gebraucht habe. So, das nur fürs Protokoll. Aber jetzt macht's gut, wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss.